Im letzten Video haben Sie schon eine einfache Abfrage erstellt. Hierbei setzten Sie eine Auswahlabfrage ein und als Suchkriterium verwendeten Sie ein Ja-Nein-Auswahlfeld. Hier in dieser zweiten Auswahlabfrage benutzen Sie zunächst als Suchkriterium den Typ Text. Das heißt, Sie benötigen dieses Auswahlkriterium deshalb, weil Ihr Chef nun alle Fitnesssportarten aufgelistet haben möchte. Hierbei sollen Sie berücksichtigen, dass nur die Sportart, der Nach- und Vorname und schließlich noch der Beitrag mit in die Abfrage mit einbezogen wird. Dazu wechseln Sie wieder in das Abfrageentwurfsfenster und lassen sich die dazu benötigte Tabelle, hier die der Vereinsmitglieder, anzeigen. Dann geben Sie, wie auch schon im letzten Video gezeigt, den Abfragecode ein und speichern diesen dann wieder zum Schluss. Oben in der Tabelle Mitglieder werden alle Feldnamen angezeigt. Dabei sehen Sie, dass der Feldname MNR fett dargestellt wird. Das zeigt Ihnen an, dass es sich hier bei diesem Feld um den Primärschlüssel handelt. Im unteren Bereich legen Sie fest, welche Felder in der Abfrage angezeigt werden sollen und mit welchen Kriterien. Möchten Sie also die Mitgliedsnummer in der Abfrage sehen, ziehen Sie den Feldnamen MNR von oben im Tabellenfenster einfach nach unten in die Zeile mit dem Namen Feld. Dasselbe machen Sie noch mit dem Nachnamen dem Vornamen, der Sportart und dem Beitrag. Sie können auch, anstatt die Feldnamen nach unten zu ziehen, auch jeweils einen Doppelklick auf die Feldnamen im angezeigten Tabellenfenster setzen. Ach ja, und noch etwas Grundsätzliches zu den Abfragen. Ich würde Ihnen immer empfehlen, Abfragen schrittweise zu erstellen und immer mal wieder zwischenzeitlich zu kontrollieren, ob die Abfrage bis hierhin auch richtig funktioniert. Sie können nach dem Kontrollieren immer noch weitere Feldnamen hinzufügen oder neue Kriterien festlegen oder ändern. Gut, dann führen Sie doch gleich mal eine Kontrolle durch. Wechseln Sie hierfür zunächst über die Schaltfläche Ansicht in die Datenblattansicht. Hier sehen Sie nun aus unserer Tabelle der Vereinsmitglieder jetzt nur noch die Spalten Mitgliedsnummer, Nachname, Vorname, Sportart und Beitrag. Insgesamt sind es 50 Datensätze. Bis hierhin scheint unsere Abfrage richtig zu funktionieren. Wenn Sie die Abfrage nun bereits fertig hätten, könnten Sie sie speichern, ohne überhaupt ein Kriterium eingegeben zu haben. Sie benötigen allerdings noch ein Kriterium, deshalb speichern Sie diese Abfrage erst später. Über die Schaltfläche Ansicht können Sie auch ganz leicht wieder zurückwechseln in die Entwurfsansicht. Nun geben Sie als Kriterium unter Sportart Fitness ein. Das bedeutet, dass Sie in der Abfrage nur die Mitglieder sehen möchten, die Fitness machen. Zusätzlich ist es sehr nützlich, wenn Sie die Abfrage nach dem Nachnamen und Vornamen alphabetisch aufsteigend sortiert ausgeben. In der Zeile Nachname Sortierung können Sie durch Klicken auf den Listenpfeil eine Box öffnen und hier dann aufsteigend auswählen. Das gleiche machen Sie auch mit dem Vornamen. Übrigens, Access setzt folgende Sortierregeln ein. Es wird spaltenweise von links nach rechts sortiert, wobei die links stehende Spalte die höhere Priorität hat. Hier im Beispiel bedeutet dies, es wird zuerst nach dem Nachnamen und danach nach dem Vornamen sortiert. Hierzu ein kleines Beispiel. Wenn es zwei Nachnamen mit Müller geben würde, der eine hieße mit Vornamen Hans und der andere Fritz, so würde in der Abfrage zuerst der Fritz vor dem Hans ausgegeben, da bei einer Übereinstimmung der ersten linken Spalte, hier also der Nachname Müller, die zweite nachfolgende Spalte, hier der Vorname, als zweites Sortierkriterium herangezogen werden würde. Ja, und hier würde in der alphabetisch aufsteigenden Sortierung eben der Fritz vor dem Hans kommen. Schauen Sie sich nun aber das Ergebnis gleich wieder in der Datenblattansicht an. So, es gibt anscheinend 19 Personen, auf die unser Kriterium zutrifft. Ach ja, und die alphabetische Sortierung der Mitgliedsnamen hat auch funktioniert. Prima, dann haben Sie jetzt Ihre zweite Auswahlabfrage erstellt.
Schließen Sie nun diese Abfrage noch über die Schaltfläche X rechts im Programmfenster. Sie werden nun von Access nach dem Speichern gefragt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja und geben Sie Ihrer Abfrage einen sinnvollen und auch möglichst eindeutigen Namen. Das ist sehr wichtig, damit Sie später sofort erkennen können, welche Auswahl der Daten sich hinter der Abfrage verbirgt. Kennzeichnen Sie die Abfrage am besten wieder mit vorangestelltem QRY und einer fortlaufenden Nummer, zum Beispiel 002. Zur besseren Übersichtlichkeit können Sie QRY, die Nummer und auch den Namen durch einen Unterstrich trennen. Dann geben Sie den eigentlichen Namen ein, hier im Beispiel also Fitnessmitglieder. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Sie haben gesehen, dass Sie in relativ kurzer Zeit die gewünschte Abfrage für Ihren Chef erstellen konnten. Wenn Sie diese Abfrage nun Ihrem Chef am Bildschirm präsentieren möchten, brauchen Sie diese lediglich im linken Navigationsbereich doppelt anklicken. Zum Abschluss ändern Sie noch den Namen der ersten erstellten Abfrage ab auf QRY 001 Unterstrich offene Mitgliedsbeiträge. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie durch Abfragen auch den Datenbestand der Tabelle gleich mit abändern können. Also, bis bald!